Seitdem ich für dieses Team fahre, für Embrace the World, möchte ich nach Afrika reisen und den Menschen dort einfach begegnen. Vorher hätte mich Afrika nie gereizt, aus meiner Vorstellung heraus oder von meinen Vorurteilen vielleicht auch. Und das war der absolute Hammer. Wir fahren natürlich hin, nicht einfach nur, um da mitzufahren, sondern wir haben schon den Ansporn, dort auch zu gewinnen. Wir haben jede Gruppe besetzt, jeden Fahrer wie eine Bazille haben wir begleitet. Wir haben keine Räder, kein Material, keine Klamotten zum Umziehen, nichts. Unsere Fahrräder sind da. Und hoffentlich Klamotten. Tobi liegt am Boden, David liegt am Boden. Der ganze Asphalt ist voll mit Öl bedeckt. Das ist eine riesige Öllache. Mann gegen Mann dann da im Berg und wenn es richtig hart wird. Und dann muss ich halt gucken, was mein Körper morgen kann. Es war einfach eine geile Stimmung. Es war eine richtig geile Stimmung. Guckt euch den Himmel an da hinten. Das wird nachher gut regnen. Ich würde alles dafür tun, dass er dieses scheiß gelbe Trikot nach Hause holt. Für Embrace the World.